Hallöchen. So, meine Freunde. Was geht's hier los? Wir sind jetzt hier wieder zurück bei Mass Effect. Mit dem Alex. Mass Effect Teil 1. Und wir spielen Hans Shepard hier am Start. Und ja. Wir sind jetzt hier auf dem Planeten Eden Prime, hieß der, oder? Alex? Wie bitte? Der hieß doch Eden Prime, oder? Richtig, wir sind auf verloren. Eden Prime. Oh, oh. Was ist das? Eine Granate. Ich wollte eigentlich keine Granate werfen. Explodiert aber irgendwie nicht. Was ist hier geschehen? Oh Gott, was ist hier geschehen? Die Voice Actor sind einfach zu gut. So. Also ich habe hier so eine coole Sturmgewehr. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Ja, mach das. Weil ich denke mal, dass hier irgendwie war hier noch was. Ich glaube, hier war hinten was, was man hier aufheben konnte. Ja. Neben der Alex ist jetzt heute hier am Zocken. Wir werden uns auch... Mein Mass Effect Instinkt. Ja, klar, Mann. Gejagtes Gewebe. Ist doch immer nice. Geil. Der Alex ist hier heute am Zocken und wir wechseln uns dann auch immer wieder ab. Aber er ist hier der Super-Duper-Pro. Was man noch dazu sagen muss, der erste Teil von Mass Effect ist, was das Gameplay angeht, eher bescheiden. Ab dem zweiten Teil ist aber dann mega gut, auch das Gunplay und so, weil auch im ersten Teil hast du auch gar keine Magazine, sondern die Waffen überhitzen sich nur und du musst dann warten, bis sie wieder so einen Cooldown haben und so. Was ist das nicht irgendwas? Ist eine Oma, oder? Ist irgend so ein verbranntes Ding. Ding. Oh lol, da sind wieder diese komischen Viecher. Oh, Zwischensequenz. Tactical. Rundumsicherung. Dinger, was ist das? Das sind so Gehörner, Alter. Fliegende Gehörner. Geh mal weiter hier, du. Ja, viel Spaß. Ich stehe da ohne Deckung einfach auf offenem Feld. nein. Arg. Nein. Arg. Oh, 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 oh. Alter, was hat... Woo! Promoted! So, U können wir klicken. Oh mein Gott. Klicken Sie auf ein Talent, um Punkte zuzuweisen und es zu verbessern. Bewegen Sie die Maus über das Talent, um weitere Informationen darüber zu erhalten. Wählen Sie jedes Squad-Mitglied aus, um dessen Punkte zuzuweisen. Weiter. Also, Skilltree von Mass Effect, naja, ist eher basic. Schmeicheln, einschüchtern, Soldat, nee, Fitness eher. Oh. Oh. Guck mal, der andere Jenkins ist schon gestorben, weil wir haben den nicht mehr zur Auswahl hier. Ja. Wollen wir sagen, was machen wir denn am besten? Schadensschutz, vielleicht die Fertigkeit Schildboost, schaltet schwere Panzerung. Ich würde am Anfang eher immer auf das Sturmgewehr skillen, weil du halt mega unpräzise bist einfach mit den Waffen am Anfang. Ja. Und das wird dagegen helfen. Und dann haben wir jetzt die Fähigkeit Overkill. Nur verfügbar Bestimmung generiert 40%. Wir haben noch ein paar Talentpunkte. Und nur die Sachen, die hier so ein bisschen blau hinterlegt sind, die können wir halt skillen. Das würde ich jetzt erstmal nicht nehmen. Warte. Ich würde Kampfpanzerung nehmen, bis Schildboost am Start ist. Und dann kann man... Pistole brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich würde halt ehrlich darauf gehen, oder? Sturm. Ja, Nahkampfschaden brauchen wir erstmal nicht. Das können wir skillen, wenn wir genug Punkte haben, weil im Endeffekt 9-10% Waffenschaden erhöht. Der macht Soldat, da kriegst du mehr Gesundheit. Ja. Oh, nur 4. Was hat er hier? Werfen. Achso, 700 Newton. Auch immer das sein Schildbarriere. So. Verleiht dem Schild eine biotische Barriere, die bis zu 400 Schadenspunkte absorbiert. Ja, ist doch gut, dann bleibt er noch ein bisschen am Leben, neben der Typ. Mach erste Hilfe und ich würde sagen Barriere. Machen wir ihn als Sunny. Ja, komm und. Ja, auch so. Und das bestätigt das Ganze. Guck mal, weil wenn wir jetzt reinziehen, guckt das Fadenkreuz ist schon viel kleiner. Ja. Guck mal, der Typ ist halt gerade verreckt und es interessiert einem keinen von untersuchen. Nein, Trail. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Sein Anus wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Er verdient ein Begräbnis. Ja? Ja, komm. Oder hier. Vergessen Sie ihn. Wir werden uns darum kümmern, dass er nach Ende der Mission eine angemessene Feier bekommt. Aber jetzt brauche ich Ihre volle Konzentration. Jawohl, Sir. Jawohl. Weiter geht's.
Jetzt wird zerstört. Sehr schön, weg mit den Dingern. Oh, ich vergesse immer, dass das eine Granate im ersten Teil ist, weil normalerweise lädst du mit den Knarren halt immer nach. So. Oh. Oh. Pass auf, gleich stirbt unser Dude wieder. Ich habe hier ein paar. Ich vergesse das. Oh, das fuckt so ab, Alter. Unzählige Leichen. Unzählige Leichen. Ich versuche sie du musst deinen Kollegen heilen. Da ist links was. Ja, hier liegt ein Upgrade-Kit. Das nehmen wir einfach mal. Kampfsensor und Rückschlussdämpfer. Sehr schön. Nehmen wir einfach mal alles mit. Oh, da ist wieder so ein komisches Hören, Alter. Guck mal so. Kuckuck! Kuckuck! Oh! Fußroh da. Das war's. Wir haben sie alle gemacht. Das war's. Gerade komisch geleckt. Endlich etwas Action. Die tun dir, glaube ich, nichts, ja, oder? Ich höre die ganze Zeit irgendwas. Das ist auch. Ja. Sehr schön. Ich gehe nochmal hier lang, weil hier ist nämlich auch noch so ein Medizinkit. Und lol, wie man hier rennt. Wo schießt der denn da? So. Medige. Das ist immer ganz wichtig, weil das halt die Gruppe heilen kann. Da, dies, da links ist was. Wo? Ja, guck mal auf dem Radar. So, jetzt ist es nicht mehr da, Leo. Bist du zufrieden? Ja, nice. Was sind das für Viecher? Ich glaube, das sind so... Sieht eklig aus. Fuck. Und man kann mit dem reden, übrigens. Riecht nach Rauch und Tod. Hm, schön. Motivier mich noch mehr, Alter. Da liegt wieder was. Ja, da liegt auch eine Kiste noch. Oh, Alter. Scheiße, wer ist das? Lauf! Boah, ist die krass, Alter. Die, was ist das denn für ein. Ja, ist ja immer so pervers aus. Alter. Oh. Diese Ohr, geil. Scheiße, okay. Das sieht so scheiße aus. Schnell einen Energy. Ihre Nase ist einfach mega groß. Komm, zerstör sie. Du darfst hier halt nicht viel schießen, weil sonst triffst du gar nicht mehr. Hallo, ich hab E gedrückt. Wir sind tot. Bitch, wo bist du, Bitch? Hallo? Ashley Williams. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Hi. Sie mir das sagen, Sir? Ja. Jawohl, lol. Geben Sie mir einen Statusbericht, Williams. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als Sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber Sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Haben Sie eine Ahnung, mit was für einem Feind wir es hier zu tun haben? Ich glaube, das sind Geth. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt in den anderen Spielen heißen die Geth. Und hier heißen die Geth. Sie müssen wegen des Senders bei dem sein. Geht doch nicht so. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Oh, scheiße. Wir könnten Ihre hier. Hilfe gebrauchen, Williams. Oh. Jawohl, Sir. Super. Es ist Zeit für eine Revanche. Gehen wir. Los geht's. Let's go. So ist Let's go. Just do it. Verdammt. Banshee 3. Ja, cool, Alter. Oh, Sturmgewehr. Jo, lass das mal aus. Ja, geil. Warte, was haben wir? Ist das gut? Wir haben einen Lancer. Geil. Das ist besser. Ja? Ja. Boah, schon wieder eine Granate, Digga. Ja, ich vergesse das immer wieder. Wieso sagt mir das Spiel jetzt, dass ich da hingehen soll? S, um aus einer Deckung herauszutreten. Wow. Oh, easy Freunde. Kill, Alter. GG. T
GG, well played. Komm, kriegst du. Schön, auf die Fresse damit, ja. Ins Maul. Alter, dieser Sprint. Ich bin der Hans Spray King, Alter. Komm, da waren, glaube ich, rechts noch Sachen, oder? Da? Ja, eine Kiste. Immer looten, die ganzen Kisten hier. Immer. Was ist hier drin? Irgendwas nehmen wir einfach mit. Da war irgendwas mit Banshee 1. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Ja, Leo. Von wem? Wo ist der Sender? Von einem unserer Leute oder von den Geht? Schwer zu sagen. Vielleicht jo, alles geht bei dir? Was geht? Was? Dann geht? Es liegt direkt auf dieser Anhöhe. Die Rampe da hoch. Oh, scheiße, gehen wir mal die Rampe hoch. Ich habe aber Angst. Die Rombe, warte kleine mal. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Raumhafen. Der Raumhafen, Freunde. Da müssen offenbar wir. Offenbar hat es das Camp schwer erwischt. Oh. Guter Platz für einen Hinterhalt. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Ja, Hinterhalt. Das sind die aufgespießt wurden, ne? Alter. Tja, Leo. Oh. Oh Gott, Sie leben noch. Sie leben noch. Was haben die Geht Ihnen angetan? Geht. Es geht nicht. Oh, jetzt kannst du eine Granate werfen. Wirf. Du musst eine Granate werfen. Das ist, wenn ich das nicht will. Gehört aber zum Tutorial. Das ist voll der Hipster-Husk, Alter. Der Husk. Kein Kontakt, Commander. Keinen Kontakt. Ah, ich kann jetzt also. Wir hielten diese Welt für sicher, bis die Geht auftauchten. Hör mal auf, ja, das geht so nicht. Oh, guck mal, das brennt hier einfach so random. Sie ist verschlossen. Feuer. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Scheiße. Ach so. Starte manuelles Überbrücken. Nein! Ja. Das ist so richtig cooles Minigame. Easy. Überbrückungsking bist du einfach. Menschen, dem Schöpfer sei Dank. Beeilen Sie sich. Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen. Haben Sie keine Angst. Wir werden Sie beschützen. Danke. Aber ich denke, das wird nicht nötig sein. Es sieht aus, als wären alle weg. Sie sind Dr. Warren. Sie leiten hier die Ausgrabung. Wissen Sie, was mit dem Sender passiert ist? Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Die Voice Actors sind einfach zu. Die Marines sie lange genug zurückhalten, gut, damit wir uns verstecken. Die Marines, Alter. Digga. Die Marines. Die guten Marines, Alter. Niemand ist gerettet. Die Welt ist zu Ende. Bald kommt es nur noch Leichen und Ruinen. Seine Augen so. Die Marines haben uns gerettet. Die Marines, Digga. Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Auf Wiedersehen. Sie können es nicht aufhalten. Digga, was hat der, Alter? Seine Augen, Alter. Manuel. Manuel, nimm dein Ritalin, Manuel. Oh, Manuel, das ist too much, ey. Die geht. Marines habt ihr die geht aufgehalten. Digga, looten. Loten. Kannst du euch irgendwas? Ich will doch hier die scheiß Kiste an. Ey, verpisst euch, Alter. Alles nehmen. Nehmen wir alles mit. Run, boy, run. Oh, das ist dieser Spectre-Agent von vorhin. Wie hieß der? Irgendwas mit N? Weiß ich nicht. Nihlus. Nihlus, genau. Wer ist das? Das ist. Sein Vater. Garrus. Saren. Nee, Saren. Sein Opa. Hallo. Hallo. Nihlus. Okay, seine Stimme ist heftig. Nihlus. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geht hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alle
alles unter Kontrolle. Wie gehört zu den Geht? Ja, guck, wie er schon aussieht. Scheiße, Leute. Nein! Oh, er hat ihn abgeknallt. Komm! Alex! Run, boy, run! Töte ihn! Was ist das da hinten? Ein Schiff. Man sieht sich nur die Größe an. Oh, das erinnert mich an die Teil. An die hier. Demo aus dem dritten Teil, Alter. Ja, ne? Aber die hatten nur drei Beine und keine fünf. Sieht aus wie so ein Käfer oder so. Ja. Sehr schön. Komm, hol sie dir. Ja, nice. Wow. Ist halt übelst nervig. Ja, das meine ich. Alter. Man gewöhnt sich nicht an den ersten Teil. Wenn man den ersten Teil am Anfang spielt und dann die anderen Teile, kann man sich das reinziehen. Aber erst die anderen Teile und dann den ersten Teil, es ist schlimm. So. Weil die anderen Teile so viel besser sind. DJ, friert das nochmal kurz hier. Manuell ist überbrücken. Okay, komm, easy. Fuck. Alex. Schönes Ding. Da draußen. Wir sind unbewaffnet und kommen jetzt raus. Ist es sicher? Sind sie weg? Keiner rührt sich, solange wir nicht wissen, wer sie sind. Ganz toll, Cole. Ich sagte doch, wir sollten in unserem Versteck bleiben. Schon in Ordnung. Stohl. Wir stehen auf Cole. Der gleichen Seite. Wir sind nur ein paar Farmer. Als das Schiff auftauchte, haben wir uns versteckt. Ich muss gehen. Hey, Cole, wir sind doch ein Haufen Farmer. Und das sind Soldaten. Vielleicht sollten wir ihnen die Sachen geben. Himmel, Blake. Du musst endlich mal lernen, wann du die Klappe halten solltest. Ich mag keine Lügen. Wenn es da noch was gibt, das sie uns nicht gesagt haben. Ein paar Typen im Raumhafen haben einen kleinen Schmugglerring aufgezogen. Nichts Großes. Für ein paar Prozente ihres Gewinns lassen wir sie Pakete in unseren Schuppen lagern. Sie verstoßen gegen das Gesetz, Cole. Wir tun doch keinem weh. Himmel, ich weiß ja meistens nicht mal, was in den Paketen ist. Ich dachte einfach nur, es könnte was Nützliches sein. Ich habe eine Pistole gefunden. Dachte, sie könnte nützlich sein, wenn die Dinger zurückkommen. Aber sie können wahrscheinlich mehr damit anfangen als wir. Geben Sie es mir einfach, dann bin ich schon wieder weg. Gottes Pistol, Alter. So, meine lieben Freunde. Oh, eine schöne Pistole. Eine Stinger 2. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis dann, auf Wiedersehen. Ja, bis dann, tschüss.